macht das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's. Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu den LoL News. Die LCS, die LEC, die Worlds, alles ist vorbei. Ja, die Profiliga hat offiziell erstmal Feierabend bis nächstes Jahr. Dementsprechend hat die Transferperiode jetzt begonnen und ich werde hier nicht auf alle Wechsel genau eingehen. Falls ihr also eine Übersicht von allen Wechseln haben wollt, dann gerne bei SummonerSin auf der Webseite vorbeischauen, sondern ich werde jetzt hier einfach so ein bisschen die für mich interessantesten Changes hervorheben. Fangen wir dann in Amerika an und zwar wird ja Evil Geniuses ab nächstes Jahr wieder in der LCS vertreten sein. Sie haben sich den Spot von Equifox gekauft und so wie es aussieht, wollen sie auch direkt durchstarten, denn sie haben sich den ehemaligen Weltmeister Bang von 100 Thieves geschnappt und direkt noch den Supporter und den Jungler von Cloud9 dazu. Svenskeren und Zazal werden also gemeinsam mit Bang die Basis von Evil Geniuses für 2020 bieten. Toplane und Midlane ist noch nicht bekannt, aber mit den drei Spielern kann man, denke ich, schon mal einiges anfangen. Bleiben wir auch direkt bei Cloud9, die brauchen ja dementsprechend einen neuen Supporter, haben sich Valken von Clutch Gaming geholt für eine Rekordsumme von 1,5 Millionen. Also wer dachte, das mit Huni war eine einmalige Sache? Nee, die schmeißen in Amerika einfach mit Geld um sich. Auch auf der ADC-Position wird es eine Veränderung geben bei Cloud9, da komme ich genau gleich noch dazu, was mit Sneaky passiert, denn gemeinsam an Valkens Seite wird Sven spielen, ja, ehemaliger TSM und Origin ADC, der hat ja bisher in Amerika nicht so diesen Ultra-Erfolg feiern können, vielleicht klappt es für ihn bei Cloud9 ein kleines bisschen besser. Und wie schon erwähnt, Sneaky wird voraussichtlich nächstes Jahr nicht mehr als Start-ADC bei Cloud9 spielen. Er meinte im Stream selbst, hat sich dazu der Thematik ein bisschen geäußert, dass es einige Spieler gab, die nicht mehr wirklich mit ihm spielen wollten und ihm wurde quasi angeboten, Academy League zu spielen und dann um den Main-Platz im Main-Roster zu kämpfen, also quasi sozusagen wechseltechnisch. Und da hatte er anscheinend nicht so Lust drauf. Ist natürlich schade, dass diese erfolgreiche Ära zwischen Cloud9 und Sneaky so traurig zu Ende geht, aber am Ende zählt halt doch die Leistung. Was du in den letzten Jahren geschafft hast, das ist nice, aber für die Zukunft zählt nur die aktuelle Leistung und Sneaky war da auf jeden Fall nicht einer der Top-ADCs. Dementsprechend, ja, gucken wir mal, was mit ihm passiert. Dass er eventuell retired, ist auch eine Option, aber er hat auf jeden Fall mit seinem Cosplay-Business zumindest eine gute Alternative. Rund um Cloud9 gab es direkt noch ein paar weitere Schlagzeilen, denn die haben anscheinend in den vergangenen Jahren mehreren ihrer Spieler Anteile an der Organisation gegeben, wahrscheinlich dann dementsprechend für weniger Gehalt. Das Ding ist, das darf man nicht einfach so. TSM und Bjergsen, die haben das zwar auch gemacht, aber die haben Riot in den Prozess mit eingebunden und dementsprechend lief da alles koscher ab. Bei Cloud9 war das nicht der Fall. Cloud9 hat das einfach über den Köpfen von Riot hinweg gemacht und müssen jetzt entweder die Anteile zurückkaufen oder eben neue Verträge, bessere Verträge für die Spieler aushandeln, damit sie die Anteile zurückgeben. Insgesamt wird vermutet, dass Cloud9 damit über eine halbe Million an Dollar quasi zahlen muss. Ja, wenn man sich anschaut, dass man für 1,5 Millionen einfach mal einen Supporter sich gekauft hat, dann scheint Cloud9 ein CE-Ticket zu haben. Aber ja, man sieht, Regeln brechen ist nicht so geil, zumindest nicht fürs Portemonnaie. Kommen wir zur LEC oder zumindest zu ein paar europäischen Spielern, denn da hat Amerika wieder fleißig eingekauft. Zum einen wird Top-Legende Source ab dem nächsten Jahr bei Immortals spielen und auch Broxer hat es nach NA verschlagen. Ja, man hat ja schon vermutet, dass er bei Fnatic wahrscheinlich nicht ein weiteres Jahr bleiben wird. Der ist zu Team Liquid gewechselt und hat sich da zumindest, was die amerikanischen Teams angeht, wahrscheinlich so spielertechnisch die beste Option gesucht. Fnatic hat auch direkt einen Ersatz für Broxer gefunden und zwar niemand geringeren als Selfmade, der im letzten Jahr noch für SK Gaming gespielt hat. Damit vereint man das Selfmade Nemesis Duo. Ja, die haben in der spanischen Liga vor einiger Zeit unter dem Mad Lions Banner so ziemlich alles dominiert und gerade diese Synergy, ich denke mal, darauf wird Fnatic dann im nächsten Jahr setzen. Ansonsten bleibt im Roster alles gleich tatsächlich, also Vipo, Hillisang und auch Reckless bleiben so erhalten. Hätten, glaube ich, die wenigsten vorher so gedacht. Ich denke tatsächlich, auch wenn ich Broxer mag, auch wenn Broxer gut gespielt hat, dass dieser Change Fnatic zu mehr Erfolg helfen sollte. Damit aber noch nicht genug, ja, auf der Coach-Position war ja auch quasi ein bisschen was offen. Da werden wir jetzt Mythy begrüßen. Dürfen. Ja, den Mythy, den wir noch bei Origin of Support gesehen haben im letzten Jahr. Das ist definitiv ein Wechsel, wo der ein oder andere die Stirn so ein kleines bisschen gerunzelt hat. In der Vergangenheit ist es schon häufiger nicht so gut gelaufen, wenn ein Spieler zum Coach wurde. Man muss aber bei Mythy sagen, dass er schon immer als einer der wirklichen Brains von League of Legends angepriesen wurde. Also der Junge weiß wirklich, wie League of Legends funktioniert und vielleicht ist ja dieser Wechsel genau das, was Fnatic braucht, um G2 endlich bezwingen zu können. Dementsprechend braucht natürlich Origin auch einen Support-Ersatz und da haben sie sich Destiny geholt. Und wer sich jetzt denkt, Destiny kenne ich nicht, kann ich euch nicht übel nehmen, denn Destiny kommt aus Australien. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ein australischer Spieler nach EU importiert wurde. Der Junge hat mit Mammoth was, glaube ich, jetzt bei den World Play-Ins mitgespielt und eigentlich ziemlich gut performt. Trotzdem ein interessanter Change, gerade weil wir in Europa ja doch ziemlich viele Talente auch in den nationalen Ligen haben. Er wird direkt mit einem absoluten Superstar auf der Botlane kombiniert, denn Upset wird im nächsten Jahr unter dem Origin-Banner spielen. Also da bin ich mal gespannt, wie gut die beiden harmonieren werden. Ist auf jeden Fall erstmal ein Lineup, mit dem Origin, denke ich, zufrieden sein.
sein kann. Kommen wir nun zur für mich zumindest bisher interessantesten Verpflichtung. Und zwar ist ja der ADC-Spot bei Schalke offensichtlich nun frei geworden. Und da hat man sich niemand geringeren als den griechischen Sniper Forgiven geholt. Ja, nach langer Pause wird er nun wieder in der höchsten Spielklasse vertreten sein. Und viele fragen sich natürlich, kann er immer noch zu den Besten gehören? Hat er immer noch das Zeug dazu? Ich bin rein spielerisch auf jeden Fall ein sehr großer Fan von Forgiven. Das, was er in Solo-Queue manchmal im Chat abzieht, das kann man leider nicht schön heißen. Also ich hoffe, dass er sich da noch ein kleines bisschen bessert. Ansonsten freue ich mich, ihn wieder in der LEC zu sehen. Aber ich bin mal gespannt, ob da das Zeug noch da ist. An sich passt er natürlich ziemlich gut zu Schalke. Die hatten jetzt in der Vergangenheit einen sehr Botlane-zentrierten Spielstil rund um Upset. Und wenn es einen ADC gibt, um den du Botlane spielen willst, dann ist es Forgiven. Und zu guter Letzt sind auch die Premier Tour Winter Cup Playoffs aktuell in vollem Gange. Ja, Doc konnte sich auf der einen Seite Big knapp gegen Schalke mit 2:1 durchsetzen, während Atok OP Energy mit 2:0 bezwang. Das heißt jetzt im Upper Bracket Final quasi haben wir nun Big gegen Atok. Die spielen jetzt hier aktuell. Der Gewinner davon wird bereits ins Finale einziehen, dann in Ulm spielen, während der Verlierer nochmal eine Chance bekommt gegen den Gewinner von Energy gegen Schalke anzutreten. Ja, also Loser Bracket finde ich immer eine coole Sache, das heißt jedes Team bekommt 2 Chancen und ihr habt auch noch ein paar Chancen auf jeden Fall jetzt erstmal einzuschalten, aber euch auch dann Tickets für Neu-Ulm zu sichern. Wird großartig, wir sind alle mit am Start, ich freue mich auf euch und das war's jetzt, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.